So, ein wunderschöner Tag. Stille Revolution. Das ist ein Thema, wo viele Filme rübergedreht werden, wo man heute zeigen will, was passiert heute, was muss sich ändern oder was ändert sich gerade. Die stille Revolution haben wir schon lange bei uns hier oben. Wir haben sie auch lange genug hier oben, haben wir sie verdrängt. Wir haben versucht, sie mit anderen Modellen zu übertünchen. Mein Haus, mein Pool, meine Freundin und schlag mich tot, was noch mehr. Alles hat nicht funktioniert. Selbst der Wertegegenstand hat sich verändert. Wir leben in einer Energie seit, ich habe es vergessen, seit 5 oder 10 Jahren, wo der Maya-Kalender zu Ende gegangen ist. Wir sind in einer Neuzeitenergie und in dieser Zeit wachen die Menschen auf. Die stellen sich die Frage, was will ich, was habe ich? Was soll ich hier? So macht es mir keinen Spaß mehr. Das ist, was gerade passiert und die stille Revolution hier oben. Es geht zu überlegen, was habe ich hier auf dem Kopf? Ja, nicht, dass es reinrichten, wie wir früher gesagt haben. Hier oben passiert was. Von hier bis hier. Wir haben erst nur diesen Teil hier oben, den haben wir die letzten 100 Jahre und noch mehr in Anspruch genommen. Und haben diesen Teil zum Pastor gegeben. Bitte mach mich glücklich. Aber dies reicht heutzutage nicht mehr aus. Wir wissen, zum Glücklichsein brauche ich keinen Pastor. Nö, brauchen wir nicht. Zum Glücklichsein brauchen wir uns selber. Dass wir verstehen, was wir machen. Unser Denken. Was denken wir hier oben? Wir haben es geschafft, in der letzten Zeit, in den letzten 1000 Jahren, einen Mechanismus zu installieren, der für einen Schutz da gewesen ist, der uns hilft, Programme zu entwickeln, dass wir geschützt sind. Der Urinstinkt, den haben wir so weit aufgepeppt, dass der uns jetzt stört. Der stört uns schon seit langem. Ständig, ich habe es immer schon genannt in meinen früheren Zeiten, Radio Eriva. Ich fragte mal einen alten Kollegen, ja, er sollte mal auf Radio Eriwan hören. Er sollte mal auf Radio Eriwan anhören. Da fragt er mich, du, Robert, auf welchen Sender läuft der? Ich sage, der läuft hier open bei dir. Und das ist der Punkt. Wenn ich höre, was ich denke, und wenn ich glaube, was ich denke, habe ich die Arschkarte gezogen. Es geht darum, zu verstehen, was denke ich und was muss ich denken. Wir alle haben in der Schule gelernt, Lesen, Rechnen, Schreiben. In der Fachschule haben wir gelernt, Autofahren und Fragen zu beantworten, systematisch. Dieses nachzugehen, dann passiert uns nichts, dann fahren wir unfallfrei. Aber hier oben im Radio Eriwan ist ständig zu hören, pass auf, mach dies nicht, mach jenes nicht. Wann hast du ein letztes Mal zu dir selber gefunden? Ich glaube, das liegt schon eine Ewigkeit zurück. Kennst du dich überhaupt? Nö. Du kennst dich nicht. Ihr kennt euch alle nicht. Warum nicht? Weil ihr alle diesen einen Wahn nachlauft. Wie ich gerade sagte, dieser Teil ist ganz für uns unbekannt. Zum Beispiel, wir gehen aus, wir lernen ein nettes Mädchen kennen. Oh, herrlich, wie wird sie schon? Auf einmal tut sich hier was. Ah, das Herz geht auf. Wir baggern, wir tun, wir machen, wir reißen Bäume aus. Toll, wir haben sie, wir ziehen zusammen. Halbes Jahr später oder ein Jahr später, scheiße, ach, guck mal, dieses Gefühl flaut wieder ab. Es geht mit Herz und Verstand zu leben. Zu überlegen, was mache ich, wie denke ich, warum denke ich? Was denke ich? Welchen Inhalt haben meine Gedanken? Welcher Inhalt ist nützlich? Oder kann ich das Denken, was immer wieder kommt, gleich aus dem Fenster rauswerfen und neu anfangen?
Das ist nämlich die stille Revolution. Es dringt was von innen nach außen. Und dieses, was wir überhaupt nicht aufhalten können, muss nach draußen. Wir versuchen jetzt ganz vehement, alles platt zu hauen. Manchmal nur mit ganz vielen Oberflächlichkeiten. Indem wir sagen, ja, ich möchte, ich tue, ich will oder ähnliches. Nein, nein. Hier geht es um intensive Arbeit. Arbeit in der Stille. Arbeit, die dir auch dein Leid rausholt. Auf dein Unglücklichsein. Auf das Verhalten deines schwarzen Schafes. Der ewige Zweite. Der Erfolg klingt mir an die Hacken. Darauf zu holen. Erfolg ist in dir und bleibt in dir. Nirgendwo anders als in dir. Und wenn du dieses lebst, aber mit dem Herzen lebst, wirst du erfolgreich und wirst du glücklich. Dann brauchst du keinen Flyer. Du brauchst auch keinen Unternehmensberater oder ähnliches. Du brauchst dich. Und du musst nur einen haben, der dich auf den Weg führt, wo du hin sollst. Wo du hin musst. Nämlich in dir ist alles, was du brauchst. Deine Ängste müssen besiegt werden. Die kannst du selber besiegen. Aber du musst einen haben, der dich an die Hand nimmt. Der dich hinleitet. Nämlich hier oben das Ego, das ist viel zu stark. Und dass du alleine diesen Weg gehen kannst. Wenn dich an die Hand nimmt und sagt, komm her, du machst und ich helfe dir. Ich begleite dir. Coaching in diesem Moment, aber richtiges Coaching. Nicht wie gut bin ich, wie schön bin ich, was soll ich machen? Nein, nein. Coaching, den Menschen zu begleiten, ihn an die Hand zu nehmen, das kann manchmal Jahre dauern. Aber der Erfolg spricht für sich. Alle, die ihr schon mal kennengelernt habt, die sind nicht aufgestanden morgens und sind vom Blitz getroffen worden und haben gesagt, so, jetzt habe ich's, jetzt bin ich's. Nein, nein. Die haben sich coachen lassen. Jeder, der Coach ist, hat einen Coach. Und das ist das, was drauf ankommt. Lasst euch coachen. Lasst euch in die richtige Richtung bringen. Auch ich mache Coaching, ich mache Familienstellen. Mit diesen Familienstellen machen wir genau die Punkte weich und lösen die auf, die ihr mit dem Verstand niemals erreichen könnt. Es ist diese schnelle Revolution. Ob du krank bist, unglücklich bist oder Misserfolg hast, der erste Schritt ist immer zu dir, aus dir heraus. Mach es, tu es. Okay? Wir hören uns wieder. Wo auch immer. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und dass ihr hier gewesen seid. Ciao.